Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge sind wir hier am Sapstraf-Seehafen angekommen. Aiba hat sich mit Jude gekloppt und wir müssen jetzt nach Leront. Okay. Ich habe ein Gehalt immer noch. So, ich habe jetzt offscreen die Shops ein bisschen aufgelevelt. Die nehmen jetzt wieder Edelsteine. Guckt euch das an. Level 28. Sim. Ey, so schnell wie ich die Dinger hier auflevel. Ist das überhaupt schon so gedacht? Aber danach haben wir auch wirklich gar nichts mehr. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir uns irgendwas hier leisten können. Von den Sachen, die wir hier freischalten. In unseren Eingehalt. Okay. Mal Eingehalt. Okay. So, wir gehen dann mal direkt weiter. Ich will nicht wieder zu viel mit Unnütz verschwenden. Und ist ja keine Musik oder was? Wo soll es heute hingehen? Zum Leron-Seehafen. In Ordnung. Bereits Abreise? Ja. Wir brechen auf. Gute Reise. Ich habe gerade nachgedacht. Zum Glück verlangen die nicht irgendwie Geld. Wir haben nur ein Gehalt. Dann nochmal Glück gehabt. Und ja, die Häfen sehen wirklich alle gleich aus. Okay. Und Jude hat so ein... Ach, schon wieder Gesichtsausdruck gehabt. Sorry for the close call. Are you okay? Huh? Hi, Leia. I'm home now. What the... Jude? I'm home. And what are you doing here? Well, I was just... These kids wanted to have a race, you see, and well, and this little guy here is a real speed demon, so I had him push me in the wheelchair to keep things fair. And let me guess, ich glaube, you die Szene just had to be the winner, huh? From trailer. Oh yeah, never mind that, Jude. So tell me, who's your friend? I suppose that you know this girl. Yeah. She's an old friend of mine. Natürlich. Explain this. Leia, meet Mila. Hello, Mila. Hey, what's wrong with her legs? Run and get the doctor. Stat, this woman needs help. Right. Roger. Aber Jude ist doch ein Doktor. Ein Professor Doktor. Are you heading home? I'll come with you. Here, use this. Okay. Verdammt, sie kann immer noch nicht kämpfen. Hätte ja sein können, vielleicht hätte sie... Oh, 10 Gehalt. Ja, wir haben 11 Gehalt. Hätte ja sein können, dass sie ja mit dem Rollstuhl auf einmal im Kampf kämpft. Das wäre doch Hammer gewesen. Oh, schade. So, von hier kam man, deswegen ist hier so noch... Ich gucke mich natürlich erstmal hier um, bevor ich irgendwas Sinnvolles mache. Und ich spreche wirklich mit niemandem, kann das sein. Ich kann jetzt mal mit dir sprechen. Vielleicht. Ach, du bist auch bei uns. Warum bist du ja nicht aufgezeigt? Bist du ein Geist? Ja, das ist übrigens das Mädchen, das wir auch aus dem Intro kennen. Also, beziehungsweise nicht aus dem Intro kennen, weil ich habe das Intro rausgekattet bei einem Part. Und naja, wenn ihr das Intro kennt, dann wisst ihr, von was ich rede. So, hier ist... Da war noch was, oder? Hä? Okay. Wir gucken uns noch hier um. Da ist nicht die Tür. Achso, du. Okay. Ich schätze mal, hier gibt es nichts mehr zum Umschauen. Oh, da geht es noch weiter. Geil. Stimmt, wir sind in der Stadt. Oh. Superb. Hi. In Leront gibt es zwei verschiedene Geisterklimata. Sternhimmel und blauen Himmel.
Wenn Sterne auf blauem Himmel treffen, fallen sie zur Erde und werden zu den Ärzten, die unsere Minen füllen. So zumindest, wenn ich sie sage. Sie ist ja ganz nett, aber ein bisschen albern. Ja, okay. Und. Hey. Kann ich nicht nachgucken, okay. Hey. Ein zerbrochener Zahn. Da hat schon wieder die Frau ihren Mann verprügelt. Der Zahn ist aus dem Fenster geflogen. So. Oh, verdammt, ich soll schon hier hin. Jude, how's the big city treating you? Do you like the capital? Hm? Was ist das? Oh, du siehst aus, als könntest du mit Jude verwandt sein. Irgendwie Augen sehen schon so aus. Oh, you ready to see me now, doctor? I'm sorry, everyone. We have an urgent case here. You'll have to come back in the afternoon. Er hat genau das gleiche Gesicht, oder sie? Sie hat das genau das gleiche Gesicht wie Jude irgendwie. Sorry, everybody. We'll catch you later. Promise. You've really gotten into the swing of things here, Alea. Best nurse in town. Also the only nurse in town. But hey, you know how it is. Bring her in. Thank you. Okay. Ich würde mal gerne wissen, was genau passiert, was das mit ihren Beinen angestellt hat. Try not to worry. Your friend is in good hands. Have faith in your dad. You look like you've been through the ringer. Want to tell me about it? Yeah. Well, I don't even know where to start, Mom. How about at the beginning? Well, I guess it all began with my professor back in Fenmont. Doctor! Doctor! Yes, what's wrong? Aww. My grandpa was working on the roof and he fell. He's out cold. Don't worry, I'll be right there. Boah, ist ja blöd. Und zurück zu meiner Geschichte. I need to leave for a bit. Hold down the fort, will you? Huh? But you just got here. I'm sorry. We'll have to catch up later. It's fine, Mom. Duty calls. Ich wusste es. Looks like the little crybaby is all grown up now, huh? Crybaby? I hardly ever cried as a kid. I was just trying to get a rise from you. You're no fun. Hmm. So serious. I guess the big city turned you into a bona fide adult. Dr. Mathis. Oder ein Professor, Professor, Doktor, Doktor. Hey, Dad. Come with me. Ich kann schon so ungefähr voraussehen, was jetzt kommt. Wir sind schuld daran und so weiter und so fort. Das hätten wir alles gar nicht mitbekommen, wenn wir Mila am Anfang genommen hätten, oder? Your journey has left her with a drastically weakened immune system. Why didn't you prescribe rest? Answer me. Surely they taught you better than this in med school. I'm sorry. Have you informed her of the nature of her condition? I did. I told her you might be able to heal her. So you lied to her. What? It's the truth, isn't it? You've done it before. Jude. You seem to think that using an aspirixis is a simple procedure, as routine as an appendectomy. In this case, it is impossible. But Dad... Jude! The device attaches directly to the nerves and causes incredible agony. Few patients can bear it. Why exactly are you home anyway? What happened to med school? Ich glaube nicht, dass das Mila abhalten würde. Answer me, young man. So this is how you're gonna be?
reputation. What got into him? The procedure might be explained in the medical files. If Dad won't help me, I'll do it myself. Better check the archives. Dort hätte ich jetzt auch gemacht. Okay, Mila ist nicht mehr da. Okay, wie? Was liegt da? Was zum? Kann ich irgendwie? Da ist Yuri aus Tales of Vesperia. What the? Schön. Überprüfen wir das Archiv. Überprüfen wir das Archiv. Wo ist denn das Archiv? Ist das hier das Archiv? Jo. Prüfen wir das Archiv. Boah, ich kann dem Vater jetzt schon nicht leiden. Muss ganz. Oh. I knew you wouldn't give up just because your dad turned you away. Sie finde ich aber sympathisch. Thanks, Leia. Wow, my old man really is a genius. They sure didn't teach us techniques like this at med school. Apparently, it requires a special stone. The kind of stone isn't written here, though. Yeah. Dad took detailed notes of the entire procedure. As long as we have the device, we should be able to heal Mila. But is Mila up for it? I heard the last patient to undergo the procedure cried uncle after 8 seconds. He chose to remain paralyzed rather than endure the treatment. It's that painful, huh? Ich glaube nicht, dass das irgendwie was ändert. Maybe you should just forget about this. What if your friend goes through all that torture for nothing? It's worth the risk. I'm going to do it. If you say so. Well, you should check the box up there. What's in it? The Asperixis. Yeah. I found it after I started helping here, when I was cleaning up. Let's go to Mila's room. I want to try this. Oh, wait. I'm coming too. Asperixis. Na gut. Ei, ei, ei. Na gut, wo ist denn jetzt Milas Zimmer? Ja, okay. Oder auch nicht. Bist du Mila? Die Schriftrolle von Travis, der Zyklus der Geister. Die Geister sollen den Himmel und die Erde durchstreifen und aus ihren Riesen auf ihren Reisen Wälder und Meere gebären. Die Menschen sollen die Geister respektieren und die Geister den Menschen dienen. Beide sollen eins sein, ihre Seelen für immer verbunden. Vergegenwärtigt euch stets dem endlosen Kreislauf der Menschen und Geister. Vergesst nicht, dass ihr voneinander abhängig seid. Okay. Ich bin vom Dach gefallen, als ich jetzt reparieren wollte. Vielleicht sollte ich in mein Alter doch etwas kürzer treten. Mann, bin ich behämmert. Na gut. Aber wir sind wieder am Ende angelangt. Ich werde mal hier einen Schnitt machen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.